Habt ihr das gehört? Hier geht's schon wieder zur Sache. Behalte deine Krankheiten bei dir. Ist Kim schon vorgerannt und kämpft hier? Kim? Wo ist der? Ach, der ist wahrscheinlich beim anderen Eingang von diesem Gebiet gespawnt, warum auch immer. Teamwork, Kim, go! Ich hau auf diesen Arm ein. Boah, heftig. Wie viel ich auf diese Viecher einhauen kann und die sterben immer noch nicht einfach so. Obere Ebene, hier geht es zurück, wo wir gerade eben hergekommen sind, aber hier sind noch mehr Skelette, ich höre es an der Musik. Ich weiß ganz genau, dass ihr noch hier seid. Oder? Ah, da. Oh, da ist wieder so eins von denen mit Kapuze. Huch. Huch. Jetzt muss ich mir doch tatsächlich den Weg zu meinem Verderben erstmal knacken. Komm schon. Das Skelett hat auch nicht ewig Zeit. Es hat noch wichtige Termine. Oh, ja. Ich habe vergessen, dass das ja diese heftigen Sachen schießen kann. Wie gut, dass ich noch nicht alle Bretter entfernt habe. Du bleibst schön da, mein Freund. Komm mal her, du hast eine größere Reichweite. Ah, wo ist Kim? Kim macht wieder da hinten irgendwelche Spaziergänge. Niemand hat dich darum gebeten, Kim. Komm hierher, ich brauche deine Hilfe an meiner Seite. Au! Ach so, das war eine Heilung, danke. Streck da einfach den Arm nach mir aus. Du wagst es! Okay, alle Gräber werden wir jetzt hier nicht durchsuchen. Wer in irgendeinem der Gräber... Oh, lecker Honig. Wer in einem der Gräber ist hier irgendwo... ein Nerim-Zeichen? Ein Nerim-Zeichen haben wir ja schon gefunden. Oder war das hier? Oh Gott, ich habe das wieder vergessen. Oder war das in irgendeinem anderen Dungeon, wo wir bisher waren? Ich glaube, das war hier. Ja gut, die ganzen Gräber werden mir gerade zu viel. Also durchsuche ich einfach nur kurz. Ja, so wieder irgendein Tagebuch. Schon so viele verschiedene Bücher hier gesehen. Hauptsächlich waren das aber irgendwelche Verzeichnisse über beigesetzte Leute und ob die Grabpflege schon abgeschlossen wurde. Oder vielleicht auch nur ein Verzeichnis, ob denn Grabpflege bereits bezahlt wurde oder gewünscht ist. So, ganz schnell hier alles durchsuchen, okay. So gut, dann haben wir hier alles erkundet, bis auf den einen Weg. Der hier ist. Da, wo uns dieses Mistvieh angefallen hat. Wo führt das hier hin? Führt mich das? Das führt mich in die untere Ebene, okay. Hier sind wir in der Tischlerei. Das, die eine Tür führt in die Schreibstube, die andere, wo wir gerade eben waren... Die Tür hier führt in die obere Ebene. Das ist der Bereich, wo wir ganz am Anfang waren. Das heißt, die beiden Bereiche haben wir abgehakt. Und jetzt kommen wir in die untere Ebene, die auch mit der oberen Ebene verbunden war. So, das heißt, wenn wir hier jetzt drin sind und das alles ein bisschen unter die Lupe genommen haben, haben wir diesen gesamten Friedhof mal durcherkundet. Und dann geht es weiter mit der Main Quest. Oh, was ist das da? Huch, nein, nicht heilen! Warum bewegen sich diese Monster so langsam? Das macht den Eindruck, als ob sie sehr viel Schaden machen, wenn sie erstmal hier angekommen sind. Kommt mal hier in den Gang. Da kommt schon Arm. So, ein bisschen Mana regenerieren. Ah, Gott, Kim! Oh mein Gott, Kim! Du Trottel! Schießt mir erstmal einen Pfeil in den Rücken und dann lähmt er mich anstatt den Feind. Da sollst du hinballern. Ich hab ein bisschen Angst vor den Viechern hier. Die fliegen so langsam auf einen zu, da muss irgendwas faul sein. Kim, knall ihn ab! Schieß nicht mit deinem Lehmzauber gegen die Wand, du sollst ihn erledigen. Sehr gut. Spektraler Gefangener. Irgendwie glaube ich, dass es genau die gleiche Sorte von Feind ist wie Spektralgolem und diese Sachen, die wir bisher schon gesehen haben, denen wir bisher begegnet sind. So gut, in diesem Raum ist nichts mehr. Vielleicht in dieser Ruine noch ein zweites Nerim-Zeichen. Ein makelloser Saphir, auch sehr gut. Diesen Saphir darf ich eigentlich nicht verkaufen jetzt, weil
Blaue Saphire erinnern mich an was ganz Bestimmtes und ich muss die natürlich immer alle schön aufbewahren. Oder zumindest einen. Das ist mein persönlicher Glücksbringer. Oh, Kalzinator des Lehrlings. Und ich habe mir den Kram gekauft. Ein Umschlag, auf dem wahrscheinlich mal wieder nichts drinsteht. Aber mich gezwungen fühle, ihn trotzdem anzudecken, weil jedes Mal, wenn irgendwo ein Umschlag ist, der einfach nur Umschlag heißt, dann ist er leer. Tatsächlich. Aber ich will einfach nicht die Chance verpassen, dass vielleicht nicht doch irgendwann mal was drinstehen würde. Wow, ganz schön viele. Ah, okay. Oh, wir werden hier angegriffen. Warum sagst du nichts, Kim? Von einer riesigen, haarigen Spinne. Die ist noch nicht tot, Kim. Hilf mir. Gott. Yo, Schattenspinne. 238 Erfahrungen, obwohl er noch mit zugehauen hat. Sieht aus wie eine Tarantel oder sowas. Oh, hier sind so viele Kisten im Weg. Irgendwie mache ich gerade mit meinen Zaubern gar keinen Schaden gegen dieses Vieh. Der hat irgendwie einen Affenkopf oder sowas. Ist ja krass. So, sehr gut, Kim. Lenk sie ab. Ich bin zu fett hierfür. Heftig, wie viel die aushalten. Ja. 284 Erfahrungspunkte. Oh. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich dachte, hier wäre Kim und meine Feuerzauber machen keinen Schaden mehr, weil meine Ausdauer leer ist. Nein, geh weg. Ach. Ich muss gleich mal gucken, was für eine Stufe die sind. Sind die Stufe 30? Ja. Ah. 300 EP, ja tatsächlich, die sind Stufe 30. Wir können das gerne nochmal testen. Wo hatte ich den Zauber? Auf 9? Auf 8? Auf 8. Genau, hier. Lebenspunkte minus 1. Danke für den Hinweis. Momentane Lebens... Ach da, maximal Lebens... 500 Lebenspunkte, Gott. Heftig. Ganz schöne harte Brocken, aber ebenso viel... schön viel Erfahrungspunkte. Kim macht da hinten immer noch Urlaub. Ich dachte, die wären gerade hier in die Richtung gerannt, weil sie zu Kim wollten, der... am anderen Ende des Ganges ist. Ich komme mal zu dir. Lass uns hier lang gehen. Lass uns hier lang gehen, wo du auf jeden Fall hinkommst. Huch. Mist, schon wieder eine Fackel leer gegangen. Nein! Du sollst Feuerzauber ausrüsten und die Fackel nehmen. Bis jetzt habe ich noch kein zweites Nerim-Symbol entdeckt. Auch die Kisten? Okay, die Kisten haben immer wieder mal was Brauchbares. Immer mal wieder irgendwelche Schriftrollen. Denn Schriftrollen darf man eigentlich nicht unterschätzen. Denn die sind 30 Münzen pro Stück wert und wiegen so gut wie gar nichts. Oh ja, der Amulett. Oh, nice. Jedes Mal, wenn ich mir denke, ach, ich habe keine Lust, alles hier wirklich zu untersuchen, jetzt überspringe ich mal ein paar Sachen. Dann finde ich schon irgendwie wieder irgendwelchen geilen Loot, den man supergeil verkaufen kann. Oh, schieben wir mal den ganzen Kram etwas hier beiseite. So, Kim, kommst du hier vorbei oder muss ich dir wieder jeden Zentimeter freischaufeln, weil du sonst dagegen läufst? Du Intelligenzbestie. So. Bitte einmal aufmachen, die ganzen Bretter zerschlagen und da hinten wartet schon ein Zombie auf uns. Au, oh, Kim, du schießt mir schon wieder in den Rücken. Au, schon wieder. Ah nein, das ist der Zombie jetzt gewesen. Ach, immer noch nicht tot. Oh, ich bin fast tot. Ich brauche kurz einen heftigen Heiltrank. Einen feinen Heiltrank. Ich habe nur einen einzigen, aber der ist gerade nötig. Ah, okay, er wäre gerade eben... Oh, wer steht denn da?
Irgendjemand mit Stab und in dunkler Robe gehüllt, bewegt sich ganz hinten nicht. Um den kümmern wir uns gleich. Wer weiß, ob das Freund oder Feind ist. Ich in meiner positiven Naivität werde einfach auf ihn zulaufen, in der Hoffnung, dass er ein Gespräch mit uns anfangen will. Und dann werde ich wieder feststellen müssen, dass sich die Konversationskenntnisse der Feinde auf Feuerbälle beschränken. Okay. Eine kleine Speicherung. Bist du mein Freund? Oh, fuck! Nein, ist er nicht. Seine Konversationskenntnisse begrenzen sich auf Blitze. Ja, ja, schießt du ruhig dein Mana leer. Was wahrscheinlich gar nicht leer gehen kann. Oh, ich hab ein Lag. Hallo? Wir fangen den Kampf nochmal von vorne an, meine Freunde. Leider ist Menerim gerade während des Kampfes gestorben. Das ist noch nie passiert. Normalerweise, wenn Nerim denn irgendwie den Geist aufgibt und keine Lust mehr hat, dann passiert das nur während ich den Bereich wechsle. Boah, ich sehe nichts. Boah, ich komme nicht durch zu dem Monster. Kim, hast du deinen Bogen ausgerüstet? Machst du irgendwas? Ach Mist, jetzt ist das da hinten irgendwo in einem Seitengang verschwunden. Oh, da ist es. Ich glaube, ich kann vergessen zu warten, bis sein Mana leer ist. Mastras der Knochenalchemist. Jetzt nicht mehr. Puh. Zwei Blitze habe ich gefressen, hat aber trotzdem ordentlich wehgetan. Der Knochenalchemist, da in seiner Kapuze ist auch gar nichts drin. Das war einfach nur ein schwebender Geist. Blitzstab, Schockschaden 65 Punkte, Na gut, mittlerweile mit meinen Zaubern bin ich so gut, dass das... Ja, deswegen wahrscheinlich ist sein Mana nicht ausgegangen. Das Ding hat 200 Benutzungen. Jetzt hat er gerade eben 16 Stück verbraucht. Feiner Mana-Saphir, damit kann ich was verzaubern, was mir dann 30 Punkte gibt. 30 Mana-Punkte, das ist auf jeden Fall gut. Almanach der Beschwörung. Rune Schneesturm. Rune falscher Charme. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Erfahrungspunkte mir das gebracht hat. Da hinten steht Kim. Kim, bei diesem Magier, der auf Distanz geht, hätte ich jetzt deinen Bogen gerade mal zur Abwechslung gebraucht. Und dann bist du nicht da, wenn man dich braucht. Typisch. Aber man will sich ja nicht beklagen. Man hat es ja geschafft beim ersten Versuch. Oh, Mörser des Gesellen. Sehr nice. Die nächste Stufe der... Gestilikon des Gesellens. Oh, sehr gut. Das ist die nächste Stufe der... Oh, menschliche Haut. Super. Das nehmen wir mal nicht mit. Aber wir haben jetzt Lehrlingszeug gefunden. Und auch zu Hause wartet so... Wie viel kann ich eigentlich noch tragen? Wartet so Lehrlingszeug auf uns. Und mit Gesellenausrüstung in der Alchemie können wir uns bessere Sachen craften. Moment, das war ein Herz, was 2 Kilo gewogen hat. Das ist komisch. Die Herzen, die ich eingesammelt habe, haben nichts gewogen. Räuberische Bronzehandschuhe, okay. Sehen richtig, richtig stylisch aus, aber haben nur einen Rüstungspunkt. Leichte Bronzehandschuhe. Handschuhe, die aus Bronze gegossen wurden, aus einem Metall. Leichte Rüstung. Okay. Vielleicht sind einfach nur die Verzierungen Bronze und der Rest ist ein Lederhandschuh. Na gut. Sicherheit und Geschicklichkeit. Mal wieder leider keine Krieger-Ausrüstung, aber na gut. Ist auch nicht anders zu erwarten bei leichter Rüstung, also. Das ist klar, sonst gibt es hier hinten nichts. Kein Nerim-Zeichen oder sowas? Okay. Ich meine, scheinbar haben wir schon im ersten Stockwerk, wenn ich mich jetzt korrekt erinnere, ein Nerim-Zeichen bereits gefunden, aber... Ich hätte mir gewünscht, dass hier am Ende noch eines ist, um meiner Befriedigung freien Lauf lassen zu können. Ist aber leider nicht so. Also gut. Ach ja, Kim, hier. Komm mal her. Kommst du jetzt durch? Soll ich dir irgendwie noch schmackhafter hier? Hier, ich hab dir sogar das Brett am Boden entfernt, was dich zum Stolpern bringen könnte. Kannst du jetzt herkommen? Ja, jetzt läuft er. Super. Ach nee, Kacke.
Jetzt läuft er her und dann komme ich aber an eine Tür, wo eh... Oh, Jesus. Ach, das war er. Gott. Gerade eben habe ich gesehen, wie er hinter mich gelaufen ist. Ich laufe den Gang weiter und plötzlich steht er vor mir. Oh, Mann. Kim. Du Sackmann. Na, ich sehe schon, komm. Hier werde ich auch alles auf die Seite räumen müssen. Dass der hier irgendwie durchkommt. Na. Komm her. So. Da hinten werden wir schon mit Kerzen begrüßt. Ich glaube, irgend so ein Zombie will romantische Stimmung mit uns hier aufbringen. Romantische Stimmung mit Zombies. Wundervoll. Oh. Ah, ach so. Geöffnet mit rostiger Schlüssel. Nein, genau. Hier sind wir wieder in der oberen Ebene. Kurz mal das hier öffnen, um zu gucken. Genau, hier haben wir schon alles erkundet. Sehr gut. Ach, halt. Hier war aber eine Kiste. Habe ich die schon... Ja, die habe ich schon ausgeräumt. Genau, hier kann ich mich dran erinnern. Sehr gut. Dann, hier sind wir hergekommen von unten. Jetzt geht's hier oben Richtung... Richtung riesiges Skelett, was uns anstarrt. Zu dir gehe ich gleich rein. Du kommst ja nicht durch das Tor. Hoffe ich. Hier ist dieses unmögliche Tor. Makelloser Diamant. Nice. Das Tor, wo wir nicht durchgekommen sind. Kein Wunder, dass es unmöglich ist. Hier wird uns auch ein Schlüssel nichts bringen, weil das diesmal wirklich richtig dicht verbarrikadiert wurde. Na gut, also Kim hat wieder Probleme, zu mir zu finden. Also muss ich diesen Kampf wohl alleine bestreiten. Leider. Und wir haben diesmal auch keinen Schlüssel. Damit, also das könnte... Oh, ich habe noch 21 Dietriche, echt? Hatte ich nicht irgendwann 30 oder sowas? Oh nein! Oh, geschafft. Puh, das hat diesmal nicht so lange gedauert. Nein. Komm schon. Gott, hast du viel Leben. Stufe 30 Gegner und so. Mit 500 Leben. Ah, geh weg mit deiner Spitzhacke. Puh. Stufe 30, um Himmels Willen, wollt ihr mich umbringen? Wieso schickt ihr mich immer in solche gefährlichen Gebiete? Erst sagt ihr... Stone, geh in die Höhle, schnell, bevor du überlevelt bist. Geh da unbedingt hin. Dann gehe ich da hin, mach die Höhle für euch, stelle fest, dass sie richtig schwer ist, kriege dadurch viele Level-Ups, will danach eine andere Höhle erkunden gehen und dann kommt ihr wieder mit... Voll langweilig, du bist viel zu stark dafür. Ja, wenn ihr mich zuerst dann davor in andere Höhlen schickt, die so hoch sind und ich viele Level-Ups bekomme, dann ist das kein Wunder, dass ich für den Rest überlevelt bin, also... Bisschen Toleranz, bitte. Rune Skelettheld erwecken, Rune Frostschild. Aha, Frostschild. Ach genau, das war das. Sehr gut. Rolle der Heilung. Harkenheilung. Starkenheilung. Rolle der Lähmung. Rolle der Intelligenz. Eine Teleportrune. Wow. Immerhin hat sich der Ausflug hier gelohnt. Oben haben wir ein Nerim-Zeichen bekommen. Gut, Ausrüstung, die uns nicht so viel gebracht hat. Aber hier haben wir haufenweise Runen. Richtig, richtig viele. Auch sogar Rang 5 Zauber. Trank der Tragkraft. Ich wusste gar nicht, dass es sogar Tränke gibt, die unsere Werte dauerhaft erhöhen. Ich dachte, da gibt es nur diese beiden Pflanzen, die wir finden können. Sehr geil. Und sogar ein Lehrbuch, was uns einen Lernpunkt gibt. Nice. Und Feuerfunkenkapsel, was uns einen Glückspunkt gibt. Nice. Danke, ich glaube, Freezy war das, der uns hier auf den Weg gebracht hat. Vielen Dank für diesen kleinen Tipp. Also... Das war wirklich hier so an Ersatz- und Zusatzwerten das Rundum-Paket. Gleich mal... So. Die Feuerfunkenkapsel essen, damit wir... Hier, Feuerfunkenkapsel. Müssten wir 28 Glück haben und Eispranke für mehr Gewicht tragen. Mehr Würfel tragen, Käsewürfel. 27, achso, ich glaube diese plus 3, plus 3, ich kann nicht mehr lesen, ich habe die 33 hier gesehen, plus 6 sind die Feuerfunkenkapseln, ich glaube wir haben also 6 Stück bisher gefunden, wir sollten keinen Gegenstand haben, der etwas erhöht, also haben wir 33, mein angestrebter Glückswert vorerst, also ganz kurz, ich will ja die Berechnungen bzw. meine Erkenntnisse zum Glück wann anders mit euch teilen, aber kurz angeschnitten,
Glück beeinflusst in geringem Maße alles, was ihr tut, steht ja in der Beschreibung von Glück. Und das bedeutet im Prinzip, also ganz kurz gefasst vorerst, wenn ihr unter 50 Glück habt, also unter dem Mittelwert, 100 ist ja der Maximalwert. Oh Jesus, ich dachte, es wäre gerade eben irgendein Monster, was von der Decke gefallen ist. Nein, Kim ist nur gerade komischerweise von der Decke geflogen. Auf jeden Fall, wenn ihr einen Glückswert von unter 50 habt. Wo will ich eigentlich hin? Unter 50, dann werden von all euren Skills ein bisschen was abgezogen. Also Skills wie Bogenschießen und sowas. Nicht die Attribute. Wird von allen was abgezogen, aber wenn ihr einen Skill von über 50 habt, kriegt ihr einen Bonus. Also ist mein derzeitiges Ziel so, zumindest mal ungefähr einen Wert von 50 anzupendeln, sodass ich keinen Wert habe, der mich irgendwie negativ beeinflusst. So, meine Freunde. Ich kann nicht rasten, wenn Feinde in der Nähe sind. Ist das hier ein Killerkaninchen oder was ist hier los? Es sind doch gar keine Feinde. Es ist still und friedlich, so wie immer. Ich will eigentlich gerade noch kurz bis tagsüber warten. Oder ist hier in der Nacht auf dem Friedhof was Fieses los? Irgendwo scheinen Feinde in der Nähe zu sein, okay. Ich gehe mal ein paar Meter raus aus dem Friedhof, vielleicht geht es dann. Ich möchte nämlich warten, bis tagsüber ist und dann gehen wir das nächste Mal bei der nächsten Aufnahme hier weiter. Kann immer noch nicht rasten, okay. Jetzt sind wir aus dem toten Acker draußen, jetzt vielleicht? Immer noch nicht, Kurzen Gesamtüberblick verschaffen, wir sind fast in Wellenfels. Also auf meinem Kompass bin ich sogar schon auf Wellenfels. Da hinten sind Feinde. Okay, aber wir werden nicht angegriffen, das heißt, wir sind eigentlich nicht nach Reichweite, aber ich kann nicht rasten. Gut, dann machen wir das nächste Mal weiter, einfach hier ein bisschen bei Nacht. Vielleicht können wir dann rasten, wenn wir das nächste Mal die Monster getötet haben. Und dann das nächste Mal geht es garantiert mit Wellenfels weiter. Jetzt, also das müsst ihr mir, lassen, dass bei so einer langen Strecke musste ich einfach wenigstens einen größeren Abstecher hier machen in die Ruine. Und jetzt auf jeden Fall, das nächste Mal geht es weiter mit Wellenfels. Ich freue mich auf euch. Und gebt mir übrigens Feedback zu der Minikarte. Wie gefällt sie euch? Findet ihr die gut oder nicht? Was auch immer. Bis demnächst. Ciao.